auch wenn es den Anschein hatte. Sie war zu sehr damit beschäftigt, ihr eigenes Verlangen zu verstehen und es auszuleben. Ein Mann, der auch versucht hat, die Wege dieses Verlangens zu verstehen und sich der Wahrheit ihres Lebens zu nähern, ist ihr Sohn, Anthony Penrose. Er archiviert seit mehreren Jahren das Werk seiner Mutter. In keiner meiner vielen verschiedenen und scheußlichen Affären bin ich wirklich und ehrlich geliebt worden. Immer war so eine abstoßende, rein animalische Anziehung dabei. Ich stimme mit Freud überein, dass alle Liebesbeziehungen auf Sex beruhen. Aber ich bin es leid geworden, es so brutal einzugestehen. Ich sehne mich danach, geliebt zu werden, zumindest einmal, rein und keusch, um so Jugend und Unschuld zu erleben. Ist es für mich schon zu spät, etwas anderes zu sein als ein Tier mit verworfenen Begierden? This is a person I never knew. Diese Person kannte ich nie wirklich. Lee war selbst als Mutter sehr distanziert. Ich kannte sie kaum. Auch mit meinem Vater sprach ich nur selten über Lee. Er lebte so viele Jahre mit ihr und liebte sie. Trotzdem gab es gravierende Ereignisse in ihrem Leben, von denen er nichts wusste. Eines dieser Ereignisse, die seine Nachforschungen enthüllten, war, dass Lee im Alter von 7 Jahren vergewaltigt worden sein soll. Sie sprach nie darüber, nicht einmal als junges Mädchen in ihren Tagebüchern. Von meiner düsteren und unglücklichen Vergangenheit, von diesem frühreifen und zugleich als dreckig empfundenen Leben, sage ich nichts. Ich will mich damit begnügen zu sagen, dass wahrscheinlich alles, was man über mich erzählt, wahr ist. Wie leer mein Leben ist, ungewöhnlich leer, außer für mich selbst. Vielleicht bin ich ja ein Genie. In diesem zweifellos zutreffenden Fall müsste man noch wissen, auf welchem Gebiet, aber genau das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich anders bin. Sie sagt, ja, ich bin anders. Aber vielleicht sind in diesem Anderssein einige positive Aspekte. Vielleicht zeigt es, dass ich etwas kann, was sonst keiner kann. Das Interessante daran ist, dass dies aus einer Zeit stammt, als man glaubte, dass Frauen nicht denken können. Sie hat das Gefühl, dass sie den Rahmen des konventionellen Frauenbildes sprengen, weitergehen und etwas für ihr Geschlecht Außergewöhnliches tun wird, gegen alle gesellschaftlichen Normen. In der provinziellen Gesellschaft der Kleinstadt Poughkeepsie, nördlich von New York, ist Lee ein eigensinniges junges Mädchen, das sich auf ein nonkonformistisches Leben vorbereitet. Äußerlich ein Engel, sagt sie, und innerlich ein Teufel. Aber seltsamerweise findet diese Rebellin einen Verbündeten innerhalb der Familie. Ihren Vater, einen künstlerisch angehauchten Ingenieur, der sie in all ihren Abenteuern unterstützen wird. Er verbirgt hinter der ehrbaren Fassade, wie ein protestantischer Pastor, dass auch er gesellschaftliche Normen verletzt. Er frönt einer heimlichen Leidenschaft für erotische Bilder, insbesondere von seiner Tochter, die er unaufhörlich fotografiert. Die Liebe zwischen Vätern und Töchtern ist ein sehr interessantes und komplexes Thema, besonders hier zwischen Lee und ihrem Vater. Ich habe keine klaren Beweise für die Vermutung, dass eine incestuöse Beziehung bestand, aber merkwürdig war diese Beziehung schon. Könnte dies das Geheimnis gewesen sein, über das wir sprachen? Es ist einfach, darüber zu spekulieren, ja. Aber ich bemühe mich, meine Nachforschungen auf Fakten basieren zu lassen. Ja, ich habe oft darüber nachgedacht.
Die Möglichkeit bestand natürlich. Es gibt einen Anhaltspunkt. Theodore machte sehr viele Fotos von Lee, und zwar nackt. Väter tun so etwas normalerweise nicht. Ich denke, Theodore gebrauchte die Technik als Ausrede, um Bilder von unbekleideten Mädchen machen zu können. Theodore ließ wirklich keine Gelegenheit aus, um Bilder von Lee zu machen. Sie zeugen von großer Intimität und zeigen Lees leichte Verwundbarkeit. Ich denke, er tat dies, indem er sich hinter der Kamera verbarg und vorgab, wunderbare technische Forschungen zu betreiben, stereoskopische Fotos. Dieses Foto nimmt ein berühmtes Foto vorweg, das Man Ray einige Jahre später machte, betitelt Selbstmord. Dasselbe Modell, dieselbe Pose, die Lee spontan wieder einnahm, als sie das amerikanische Studio ihres Vaters gegen das Pariser Studio Man Rays eintauschte. Zwischen den beiden Bildern gibt es keinen Bruch, selbst wenn ein Ozean dazwischen liegt. Lee überquert ihn 1925 mit 18 Jahren zum ersten Mal, um unter strenger Aufsicht für einige Monate in Paris Dramaturgie zu studieren. Als sie 4 Jahre später wieder den Weg nach Europa einschlägt, ist sie sich ihrer künstlerischen Berufung sicher. Aber sie widmet sich diesmal weder dem Theater noch der Malerei, sondern der Fotografie. Ihr New Yorker Debüt als Modell hatte sie immerhin auf die Titelseiten von Vogue und der größten Modemagazine gebracht. Ohne es selbst zu wissen, erwartet sie in Paris einen Mann. Es ist ein amerikanischer Fotograf, der sich Man Ray nennen lässt. Das heißt in etwa Mann des Lichts. Sie kommt zu ihm auf Empfehlung von Steichen, dem bekanntesten New Yorker Fotografen, der sie auch entdeckt hatte. Kaum angekommen, verführt sie ihn. Nicht immer hält der Jäger das Gewehr. Zum Mittelpunkt von Man Rays Leben geworden ist, erobert sie diesen Platz auch auf seinen Fotos. Von dort verdrängt sie Kiki, die Königin des Montparnasse, deren Schönheit bis dahin Man Rays Bilder und Filme beseelte. Lee folgt ihr im selben Licht wie ein Double, das den Star eines Hollywood-Films verdrängt. Die ehemalige Dramaturgiestudentin bewegt sich nun im Herzen des Pariser Nachtlebens. Sie wird schnell zur Königin von Kostümbällen und mondänen Festen. Die Presse behauptet, sie hätte den schönsten Bauchnabel der Welt. Aber Schönheit ist ihr nicht genug. Nicht als Modell, sondern eher als Assistentin und Schülerin ging sie zu Man Ray. Und selbst als sie in seinem Studio für den sie besuchenden Vater wieder die alten freizügigen Posen einnimmt, interessiert sie sich mehr für die Geheimnisse des Lichts und des Entwickelns. Sie lernt sehr schnell, da ihr die technische Seite des Fotografierens seit ihrer Jugend vertraut ist. Nach einigen Monaten ist sie selbst Fotografin. Ihre ersten Bilder gehören noch zu Man Rays Formenuniversum. Zerstückelte Körper, exzentrische Objekte, bizarre oder rätselhafte Kompositionen. Dann erlangt sie einen eigenen Stil. Schließlich kommt sie der deutschen neuen Sachlichkeit näher als den rein surrealistischen Studien.
Durch ein Missgeschick in der Dunkelkammer entdeckt Lee die Solarisation, die Man Ray sich in seinen Werken als besonderes Merkmal herausstilisierte, was Lee ihm nicht streitig machte. In ihrer Kunst wie in ihrem Leben war ihre Rivalität unbekannt. Von Man Ray kann man dies dagegen nicht behaupten. Das Interessante gerade an diesem Bild ist, dass wir es normalerweise abgeschnitten sehen. Von hier bis hier. Ohne Kopf? Ja, ohne Kopf. Es zeigt, wie Man Ray Lee behandelte. Er schnitt ihr Auge aus, ihre Lippen. Er schnitt ihren Torso aus. Es war in gewisser Weise ein erniedrigender Vorgang. Es war nicht das erste Mal, dass Lee solch eine Behandlung widerfuhr. Roland Penrose malte sie als Körper ohne Kopf, ausgeliefert den Gewehrläufen eines Exekutionskommandos. Da ist noch etwas auf dem Bild. Die Kette? Ja. Ja, ich bin kein Psychologe. I'm not a psychologist, but. Aber ich spekuliere gern über solche Sachen. Ich meine, diese Erniedrigung, die sich sowohl bei Man Ray wie bei Roland zeigte, war ein Versuch der Kontrolle. Die Person als Ganze sollte gebrochen werden, um zumindest über Teile von ihr die Kontrolle zu gewinnen. Sie dürfen nicht vergessen, dass der Titel des Bildes Bien Visé in Französisch... Bien Visé heißt übersetzt gut gezielt. Ja, gut gezielt. Da sind Einschusslöcher. Lees Körper ist von viel Sadismus umgeben. Ja, richtig. Lee war nicht zu beherrschen. Sie hätte es niemals zugelassen, beherrscht zu werden. Ich denke, dass dies einige Leute wie Roland und Man Ray rasend machte. Egal, was sie versuchten, sie konnten diese Person nicht unterwerfen. Sie ließ sich nicht überrumpeln. Und so versuchten sie alles. Kugeln und Ketten, Verstümmelung und anderes. Aber all das funktionierte nicht. Sie tat immer genau das, was sie wollte. Deswegen bewundere ich sie außerordentlich. Es gibt ein Bild von Man Ray mit dem Titel Der Nacken. Ja. Auch das ist sadistisch. Es wird erzählt, Man Ray fotografierte eines Tages Lees Nacken. Als er das Negativ bekam, sah er es sich an und sortierte es aus, weil er es für unbrauchbar hielt. Aber sie nahm das Negativ und arbeitete wirklich intensiv in der Dunkelkammer und machte einige Abzüge. Dann ging sie zu Man Ray und sagte, hey, wie findest du das? Es ist wirklich gut. Und er sagte, ja. Es ist wundervoll, erstaunlich. Und dann hatten sie einen Streit, einen heftigen Streit. Wessen Bild war es? Man Ray's oder Lee's? War es von Man, weil er das Foto aufgenommen hatte, oder von Lee, weil sie den Abzug gemacht hatte? Und dann wurde es handgreiflich und Lee wurde aus dem Studio geworfen. Als sie zurückkam, hatte Man das Bild an die Wand geheftet und hatte die Kehle mit dem Rasiermesser aufgeschlitzt. Und daraus floss rote Tinte, Blut. Die Wand hinunter. Dasselbe Bild erscheint wieder in seinem Gemälde. Das Sie hier haben. Ja, Le Logis d'Artiste. Und Sie sehen, der Nacken ist abgeschnitten. Dieser verwundbare Nacken. Wir wissen aus Man Rays Aufzeichnungen, ich weiß aus Rolands Briefen, dass Lee beide vollkommen verrückt machen konnte. L'amour fou. Nach 3 Jahren hat Lee alle Vergnügungen des Montparnasse ausgekostet. Kiki nannte es ein Dorf rund wie ein Zirkus und in der Manege dreht sich die endlose Parade der Artisten und Modelle, Dichter und Snobs.
Nachdem sie dort als eine der fünf schönsten Frauen der Welt regiert hatte, entschließt sie sich urplötzlich, Paris zu verlassen und heimzukehren. Die amerikanische Presse bejubelt die Rückkehr einer jungen Kamerakünstlerin, die sich in Europa einen Namen gemacht hatte. Sie eröffnet zusammen mit ihrem Bruder Eric in New York ein Studio, um die in Paris erworbenen Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Die Wirtschaftslage war schlecht und das Studio lebte weniger von Werbe- oder Modeaufträgen als von der künstlerischen Kundschaft aus Lees angestammtem Milieu. Ein Freund aus nächtlichen Pokerpartien führte sie bei der ersten schwarzen Harlem-Theatergruppe ein und machte sie mit Persönlichkeiten des Showgeschäfts und Verlegern bekannt. Auch in New York kommt sie schnell in Mode. In den Monaten nach ihrer Rückkehr beteiligte sie sich an einer großen Ausstellung europäischer Fotografie, unter anderem neben Tabar und Man Ray und den deutschen und russischen Konstruktivisten. Für eine 25-Jährige ist dies eine frühe Bestätigung. Das Lee Miller Archiv umfasst die Studioarbeit sowohl der amerikanischen als auch der englischen Fotos, die später aufgenommen wurden und routinierter sind. Fast alle sind Porträts, bis auf einige Übungen im surrealistischen Stil oder Bildern, die so wirken. Frauengesichter überwiegen. Schauspielerinnen oder Damen der Gesellschaft, die englische Schauspielerin Gertrude Lawrence oder die überaus bezaubernde Lillian Harvey, deren offizielle Fotografin Lee war. Frauen sind es gewohnt, angeschaut zu werden, sagte Lee. Deshalb haben sie größere Erfolgschancen in der Fotografie als Männer. Sie versteht es, als Modell Erfolg zu haben. Der Beweis dafür ist wohl das bekannteste Bild von Lee, ein Selbstporträt im Profil, im Stil eines florentinischen Gemäldes. Man sagt, Turner ließ die Besucher seines Studios durch ein dunkles Zimmer wie durch eine Schleuse gehen, bevor er sie das Licht seiner Gemälde entdecken ließ. Für Lee war der kurze Aufenthalt in New York von 1932 bis 1934 auch eine Art Schleuse zwischen dem Licht Europas, das sie verlassen hatte, und dem Ägyptens, wo sie sich nun niederlassen sollte. 1934 verließ sie New York ebenso abrupt wie vorher Paris in Richtung Kairo. Mit einem Mann, den sie aus einer Laune heraus geheiratet hatte. Aziz Edoui Bey, ein reicher arabischer Geschäftsmann. Sie hatte sich kaum die Zeit genommen, ihn ihrer Familie vorzustellen. Ich persönlich denke, dass sie Aziz heiratete, um in New York einer für sie sehr schwierigen Situation zu entkommen. Mit ihrem Studio hatte sie zwar Erfolg, aber sie empfand das Leben als schwierig und in vieler Hinsicht nicht lohnenswert. Da tauchte Aziz auf und plötzlich war diese wunderbar romantische Idee da, nach Ägypten zu flüchten, um dort ein sorgloses Leben zu führen. Ich denke, Lee begann von da an, sich zu langweilen. Sie war nicht für ein konventionelles Leben geschaffen. Es lag ihr nicht, die Frau eines wichtigen Mannes zu sein. Ich verbringe meine Zeit damit, schlechte Krimis zu lesen. Ich spiele auch oft Poker und Bridge. Ich bin eine armselige Hausfrau. Das interessiert mich einfach nicht. Und wenn alles schief geht, was natürlich nicht ausbleibt, bin ich die Erste, die darüber lacht. Ich weiß nicht, ob du dich noch für das Fotografieren interessierst oder ob du es inzwischen auch so verabscheust wie ich. Bis Weihnachten habe ich noch nicht einmal einen einzigen Film gemacht. Nur 3 Fotos. Ich machte mir nicht die Mühe, sie zu entwickeln. Gegen die tödliche Langeweile kannte Lee nur ein Heilmittel, wieder einmal das Meer zu überqueren.
Mit dem Einverständnis von Aziz ging sie nach Frankreich, wo noch alle alten Freunde aus der Zeit mit Man Ray lebten. Sie trifft die Runde wieder in der Gartenlaube von La Garoupe. Zu den Stammgästen von Éluard und Picasso gesellte sich diesmal ein Neuankömmling, Roland Penrose. Er sollte bald den ersten Platz im Leben von Lee einnehmen. Sie lernt ihn in Paris auf einem Kostümball kennen. Der Sohn einer Familie aus der englischen Oberschicht, ein Freund von Max Ernst und Paul Éluard, war als Bettler verkleidet. Er hatte sich mit Blau, seiner Lieblingsfarbe, bemalt. In Lees Lebensgeschichte vermischt sich diese Affäre mit dem Sommer 1937, der von Cornwall bis in die Provence eine Saison der Vergnügungen ist. Zweifellos war Lee nie wieder so strahlend wie im Licht dieses Sommers in Mougins, dem Licht der Liebe, der Freundschaft und der Wahlverwandtschaften. Aber alle Sommerferien müssen einmal enden. Sie muss das wahre Leben verlassen, den Umgang mit Malern und Dichtern, um in den provinziellen Snobismus von Kairo mit seinem kolonialen Klüngel zurückzukehren. Zum Glück gibt es die Wüste und die Schönheit der ägyptischen Natur. Lee will sie diesmal mit dem Auge der Fotografin betrachten. She began to rekindle her interest in the things that mainly she found in the desert. Sie begann sich wieder für Dinge zu interessieren, die sie hauptsächlich in der Wüste fand. Klöster und Oasen, die Dörfer der Eingeborenen und Ähnliches. Sie wollte wieder auf ihre Weise kreativ sein. Viele ihrer Aufnahmen waren gewissermaßen architektonisch und sehr gut beobachtet. Da war eine gewisse Distanz in den Fotografien, die man sonst bei ihr nicht findet. Sie bemühte sich noch eine Weile, Aziz' Ehefrau zu sein, aber sie musste sich eingestehen, dass sie es nicht konnte. Zum Schluss trennten sie sich mit dem Einverständnis von Aziz. Er war wunderbar zu ihr, so nett und verständnisvoll. Sie einigten sich schließlich, sich zu trennen. 1939 bestieg Lee ein Schiff nach England. Aziz winkte zum Abschied in Alexandria. Und Roland winkte zur Begrüßung in Southampton. Das war der Beginn eines neuen Lebensabschnitts. Play every night in London, the Symphony of War. Lee hätte sich bei Kriegsausbruch in Amerika in Sicherheit bringen können, aber sie entscheidet sich, in London zu bleiben. Einerseits aus liebender Treue zu Roland Penrose, andererseits aus dem Gefühl heraus, dass für sie die Zeit gekommen sei, sich der nahenden Tragödie entgegenzustellen. Der Krieg wird für sie zur Herausforderung, in erster Linie als Fotografin, zu der sie nun wieder geworden ist. Vogue engagiert sie für $8 die Woche. So nimmt die ehemalige Galionsfigur der Pariser Avantgarde ihre Kamera wieder in die Hand, um im Auftrag eines Magazins zu arbeiten, das immer noch ein Modemagazin ist, sich aber immer mehr dem Kriegsgeschehen öffnet. Hier hat sie ihr wahres Thema gefunden. Sie macht viele Reportagen über das bombardierte London und veröffentlicht 1941 einen Bildband über den Blitzkrieg, womit sie in England und Amerika Aufsehen erregt. Das Buch ist Winston Churchill gewidmet und illustriert perfekt den Widerstandsgeist des britischen Volkes. Es macht sie zum Modellbürger eines Landes im Krieg. Einige Fotos aus dieser Zeit sind seltsam theatralisch. Sie sind wie Bilder einer Bühnenshow beleuchtet und inszeniert. Selbst Masken fehlen nicht. Dahinter hat eine neue Figur ihren Auftritt. David Sherman, ein 25-jähriger amerikanischer Fotograf. I arrived in London
Ich kam Ende 1941 in London an. Ich hatte den Auftrag, mich dem Londoner Büro von Life anzuschließen. Einige Freunde, mit denen ich zusammen wohnte, und ich beschlossen, die bekannte amerikanische Fotografin von Vogue zum Essen einzuladen. Wir hatten sie noch nie getroffen. Wir luden sie also zum Essen ein und sie kam. Es war ein wunderschöner Abend. Ich fuhr sie heim, zu ihrem Haus in Hampstead. Für mich war es wie eine Offenbarung. Lee und Roland gaben diese unglaublichen Einladungen in Rolands Haus in Downshire Hill. Sie luden Persönlichkeiten aus ganz London ein. Das waren Leute, die sich vorher noch nie getroffen hatten und sich wahrscheinlich auch später nie wieder sahen. Bekannte Leute, Parlamentsmitglieder, Kommunisten, Partisanenkampfexperten. Es kamen sogar einige Spione, auch wenn wir es damals noch nicht wussten. Wir erfuhren es erst später. Roland lud mich ein, in sein Haus in Hampshire zu ziehen. So lebte ich etwa 2 bis 3 Jahre mit Lee und Roland. Sie und Roland waren sehr freizügige Menschen. Sie waren ihrer Zeit voraus. Obgleich es, wie Sie wissen, in den 20ern eine Periode gab, in der alle frei lebten. Greenwich Village 1922, freie Liebe. Man hatte eine große neue Entdeckung gemacht. Nach einiger Zeit wurde alles wieder sehr verkrampft. Aber bei Lee und Roland war es nicht so. Sie begegneten einander sehr loyal. Eifersucht war absolut verboten. Dies ist das einzige Foto, auf dem wir alle drei zu sehen sind. Es ist ein wunderbares Bild und ich erinnere mich daran mit großer Wehmut. Gab es für eine vierte Person keinen Platz auf diesem Bild? Nein, da war kein Platz, weder emotional noch physisch. Kann man sagen, dass Sie Lees Geliebter waren? Wie bitte? Kann man sagen, dass Lee und Sie sich geliebt haben? Sicherlich, über Jahre, mindestens 3 oder 4 Jahre lang. Es war eine entscheidende Epoche meines Lebens. Dieses Bild machte ich 1942 in Lees Schlafzimmer in Downshire Hill. Wie Sie sehen, ist es eine triumphierende, sehr überlegen schauende Lee. Würden Sie sagen, dass sie eine femme fatale war? Ich weiß nicht hundertprozentig, was eine femme fatale ist. Sie war eher eine andersartige, eine vielseitige Frau als eine verhängnisvolle Frau. Eine femme fatale ist eine gefährliche Frau. Was für eine Frau? Sie war eine abenteuerlustige Frau. Nein, eine gefährliche Frau. Eine gefährliche Frau? Nein, ich betrachte sie überhaupt nicht als gefährliche Frau. Sie war viel zu freundlich, viel zu lustig, viel zu menschlich und viel zu amüsant, um gefährlich zu sein. Weit entfernt davon, gefährlich zu sein. Sie war wirklich eine sehr reizende, amüsante, brillante, talentierte Frau. Bisher war Lees besonderes Talent gewesen, das, was sie aus ihrem Leben gemacht hatte. Trotz einiger professioneller Erfolge ist ihre wirkliche Leistung das, was man ihre Karriere nennen könnte, ihre eigene Persönlichkeit. Sie vereinigt Vorstellung und Wirklichkeit, sodass sie ein eigenständiges Kunstwerk ist. Ihre Schönheit hat ihr dabei natürlich geholfen. Aber gleichzeitig ist sie fixiert auf dieses lange, vertrauliche Gespräch mit ihrem Spiegelbild, das die Fotografie ihr unaufhörlich vorhält. Anfang der 40er Jahre ist die Zeit gekommen, auf die andere Seite des Spiegels zu wechseln. Nicht, um mit anderen Mitteln die gleiche narzisstische Suche fortzusetzen, sondern um andere zu treffen, selbst auf die Gefahr hin, sich auf dem Weg zu verirren. Ich glaube, das Wichtigste für mich ist, frei zu sein oder mich zu befreien. Ich brauche zugleich Sicherheit und Freiheit.
Falls sich die Sicherheit nicht einstellt, hält mich der Kampf um meine Freiheit zumindest wach und lebendig. 1942 lässt Lee sich auf Anraten David Shermans als Kriegsberichterstatterin bei der amerikanischen Armee akkreditieren, da eine Landung in Frankreich immer wahrscheinlicher wird. Sie kommt einige Wochen nach der Landung in die Normandie und wird bei allen Operationen und wichtigen Etappen des Krieges dabei sein. Der Schlacht von Saint-Malo, der Befreiung von Paris, vom elsässischen Feldzug bis zur Überquerung des Rheins, vom Vorstoß zur Elbe bis zum Treffen mit der Roten Armee. Ein Oberst fragt sie eines Tages: Wie ist es möglich, Madame, dass immer, wenn wir Sie sehen, etwas passieren wird? Sie hat auf jeden Fall ihren Platz zwischen diesen Kriegern gefunden, unter die sie sich häufig mischt. Sie war sehr beliebt bei den GIs, weil sie so bescheiden war. Sie versuchte nie, wie ein Modell auszusehen. Sie sah eher aus wie ein schmuddeliger GI. Ich denke, dass ihr der Krieg auf eine gewisse Art Spaß gemacht hat. Es war eine Abwechslung zu der Langeweile, die sie während des Blitzkrieges in London erlebt hatte. Es war eine Abwechslung zu dem Stumpfsinn, eine Modefotografin für Vogue zu sein. Ich denke, dass sie es insgeheim wie die Pest gehasst hat. Sie hatte mehr von einem GI als von einer Modefotografin. Sie arbeitete sehr hart für den Erfolg. Sie ging an die Front. Viele Leute sagten, Kappa sagte, man kann nur bessere Bilder bekommen, wenn man näher an das Objekt herangeht. Lee ging so nah, wie sie nur konnte, an ihr Objekt heran. Sie ging an viele Orte, wo sie nicht hätte hingehen sollen, wo niemand hätte hingehen sollen. Sie hatte großen Mumm, wissen Sie, sie hatte sehr viel Mut. Kriegsberichterstatterin, das bedeutet auch, dass Berichte, Briefe und Depeschen geschrieben werden müssen. Lee hatte man, wie allen guten Fotografen, beigebracht, dass ein Bild mehr sagt als 1000 Worte. Sie lernt jetzt, vielleicht sogar wieder, zu schreiben. Von nun an werden ihre Bilder in Vogue von Texten begleitet, die sie jeden Tag auf ihrer kleinen Hermes-Schreibmaschine tippt, die ab jetzt ihre Rollei Flex unterstützt. Es ist eine beachtliche Neuerung, nicht nur für ein Frauenmagazin. In Wirklichkeit ist es auch ein Meilenstein in der Geschichte des Fotojournalismus. Dieser zweifache Blick auf den Krieg durch die Bilder und durch die Worte macht Lees Zeitberichte so wertvoll. Das Herzstück daraus sind ihre Augenzeugenberichte über die Konzentrationslager. In der Tat war sie die Erste, die sie fotografierte und beschrieb. Wir kamen dorthin mit den Truppen der 45. Division. Wir waren die Ersten, die Dachau betraten. Lee und ich waren entsetzt über das, was wir dort sahen. Aber sie war so fasziniert von den fotografischen Möglichkeiten, dass sie weiter Bilder machte. Ungeachtet der Tatsache, dass wir einige unsagbar schreckliche Szenen sahen. Sie machte Fotos von den SS-Wachen, die von Gefangenen zusammengeschlagen worden waren. Die Ex-Gefangenen haben einige ihrer ehemaligen Folterknechte wiedererkannt und gefunden. SS-Soldaten, die als Zivilisten getarnt an der Lagergrenze umherirrten. Wenn SS-Soldaten gefangen wurden, erlebten diese eine schlimme Viertelstunde und wurden dann ins Lagergefängnis gebracht. Zwei von ihnen warfen sich jedes Mal auf den Boden, sobald die Zellentür aufging. Einem SS-Mann wurde es zu viel. Er erhängte sich, indem er sitzend ein Kabel um einen Heizkörper schlang. Er wurde auf einer Trage herausgebracht, ausgezogen und auf einen Haufen ausgemergelter Leichen geworfen, wo er unheimlich dick wirkte, da dieser Mistkerl so gut genährt war. Die Krematorien hatten so lange keinen Brennstoff gehabt, dass zwei Räume mit Leichen gefüllt waren. Die Gaskammern gleichen dem, was der Name über den Türen besagt. Dusche. Nachdem sich die selektierten Opfer ausgezogen hatten, gingen sie nichtsahnend hinein. Sie ließen ihre Gefangenenkleidung zurück, um zu baden und entlaust zu werden. Indem sie die Hähne öffneten,
töteten sie sich selbst. Dadurch ersparten sie den SS-Leuten das Schuldgefühl, Mörder zu sein. Die Soldaten wurden aufgefordert, das Lager zu besichtigen und Fotos zu machen, um zu Hause darüber berichten zu können. Aber ab Mittag durften nur noch Presseleute und Mediziner in die Gebäude, weil so vielen dieser wirklich harten Kerle schlecht wurde, dass dies die Arbeit störte. Morgen, München. In München fanden wir einen alten Mann, der ein bisschen Englisch konnte. Wir gaben ihm einige Zigaretten und er führte uns den ganzen Tag herum. Er zeigte uns Hitlers Wohnung und die Wohnung von Eva Braun. So machten Lee und ich Bilder im Zwielicht von Hitlers München. Wir kamen mit einigen Soldaten der 45. Division in Hitlers Wohnung. Ich erinnere mich daran, dass Lee in Hitlers Wanne badete. Sie hat sich nicht selbst fotografiert. Es muss sie also jemand aufgenommen haben. Ich war es wahrscheinlich. Oh Gott, sie machte auch ein Foto von mir in der Badewanne. Das hatte ich völlig vergessen. Es ist wirklich unglaublich. Es gibt Bilder von mir in derselben Badewanne. Sie posiert. Halt ein erfahrenes Modell. Es war nur eine Verschnaufpause. Wir wussten nicht, dass es das Ende war. Man wusste nicht, wie lange Hitler in Berlin durchhalten würde. Einen Monat, zwei Monate oder drei Monate. Und tatsächlich waren es nur einige Minuten, denn Hitler kapitulierte, während wir in der Badewanne saßen. Meinen Sie, dass Lee eine bedeutende Kriegsfotografin war? Könnten Sie ein Beispiel heraussuchen? Ich denke, dies ist zweifellos das Beste. Es ist ein Foto von ihrem ersten Einsatz, einem Feldlazarett in der Normandie, direkt hinter Omaha Beach, circa 3 bis 4 Wochen nach der Landung der Alliierten. Ich denke, es zeigt den Krieg besser als irgendeins der anderen Bilder. Ich denke, sie war eine nahezu bedeutende Kriegsfotografin. Ich denke, sie war eine bedeutende surrealistische Fotografin. Sie fotografierte das Außergewöhnliche, Dinge, die gegensätzlich waren. Ich denke nicht, dass sie besonders... Sie hatte einen Sinn für das Außergewöhnliche. Sie hatte beim Fotografieren einen surrealistischen Blick. Ich denke, dass sie keine bedeutende Fotografin der Kriegsgefechte war, wie Eugene Smith oder Robert Capa. Sie war eher eine Fotografin der menschlichen Seite. Dies ist natürlich ein wirklich gutes Bild. Eine präzise Momentaufnahme. So ein Bild gelingt fast immer, weil man nur warten muss, bis die Bombe geworfen wird und bumm, macht man das Bild. Ich glaube, hier wurde zum ersten Mal im Krieg Napalm benutzt. Lee machte nicht oft solche Fotos wie Cartier-Bresson, der der Meister der präzisen Momentaufnahme war, wohingegen Lee meisterhaft platzierte. Sie platzierte etwas neben etwas anderem. Sie fand Dinge, die ungereimt und existenzialistisch waren. Darin war sie sehr gut. Humor war ihr sehr wichtig bei der Wahl ihrer Motive. Ungereimtheit ist die Grundlage des Humors. Und Lee war vor allem eine sehr lustige Person. Sie war sehr lustig und sie hatte einen wunderbaren Sinn für Humor. Sie liebte es, Witze zu machen und Spaß zu haben. Das war wirklich die Grundlage ihres Lebens. Der Spaß. Wenn etwas keinen Spaß machte, wollte sie es nicht tun. Ich denke, in mancherlei Hinsicht war sogar der Krieg für sie ein Spaß. Er war nämlich eine Abwechslung zu der Langeweile und zu dem, was sie während des Blitzkrieges in London machte. Lee hatte sich in den Krieg gestürzt, weil die Gefahr und das Abenteuer sie reizten. Vielleicht auch, um eine Brüderlichkeit kennenzulernen, die befreit war von der einfachen Verführung, die sie zur Genüge kannte.
Als der Krieg zu Ende war, hätte sie am liebsten das Zimmer des Hotels Scribe nicht mehr verlassen, wo sie gleich nach der Befreiung von Paris gemeinsam mit den alliierten Korrespondenten eingezogen war. Es war ihr Zufluchtsort während all ihrer Nomadenjahre. Etwa so wie der Wohnwagen in Cocteau's Enfant Terrible mit dieser Ansammlung von Dingen und Erinnerungsstücken, Kosmetikartikeln und Filmrollen. Nicht zu vergessen die tröstende Flasche Brandy für die melancholischen Momente. Diese Momente häufen sich, als Paris sich leert und die Erinnerungen an die schönen Jahre entschwinden. Picasso und die Erinnerungen an Mauguin, Éluard und Nysch, die der Tod schon hinwegraffte. Lee ist allein. Der Krieg ist wie ein Meer, das sie gestrandet zurücklässt. Letztendlich gibt sie David Shermans Drängen nach, der nach Amerika zurückgekehrt war, und sie beschwört, zu Roland nach London zu gehen. Lee sagte resignierend, in Ordnung, ich lasse hier alles stehen und liegen und komme heim. Sie ließ wirklich alles stehen und liegen, auch das Ende des Krieges. Für sie war der Krieg in Bukarest zu Ende. Sie kam zurück nach Paris, packte ihre Sachen im Hotel Scribe, ging zurück nach London, warf hinaus, wer auch immer in ihrem Haus war, warf hinaus, wer auch immer ihre Kleider trug und wer auch immer in ihrem Bett lag und erneuerte ihre Beziehung zu Roland. Kurz danach haben sie geheiratet. A strange-looking carving by the modern sculptor Henry Moore watches the arrival of a young lady whose comings and goings make news. The name is Lee Miller, press photographer, just back from gathering scoops on the continent. Roland Penrose, surrealist artist now in the army camouflage section, welcomes her back and helps her to get rid of the baggage she's had to hump round on her news-getting jobs. There's been an addition to the Miller household, a kitten born while she was away. Beneath one of Penrose's modern pictures, she settles down to make friends with the new arrival. So little by little, she gave up photography. Sie gab nach und nach die Fotografie auf und all ihre Bilder verschwanden in Schuhkartons auf dem Dachboden. Niemand wusste, wo all ihre Bilder geblieben waren. Alle dachten, sie hätte die gesamten Fotos, Negative und Abzüge weggeworfen. Erst etliche Jahre später fand ihr Sohn Tony diese Fotos, nachdem sie tot war. Tony fand all diese Bilder auf dem Dachboden und wunderte sich darüber. Er fragte seinen Vater, weißt du etwas über diese Bilder? Und sein Vater sagte, ja, sie war eine großartige Fotografin. Der Frau, die aus dem Krieg heimkehrte, stand noch eine Erfahrung bevor, auf die sie zweifellos am wenigsten vorbereitet war: ein Kind zu haben. In ihren Briefen an Roland nennt sie es Junior. Sie schreibt, es ist eine neue Erfahrung. Sie löscht alle Spuren des alten Drangs vorzugehen, alles aufzuwühlen und dann zu neuen Abenteuern aufzubrechen. Welchen Abenteuern? All das ist nun vorbei. In Wirklichkeit ist alles nicht so einfach. Die hektische Frau, die kurz anhält, um das Schicksal aller Frauen zu teilen, diese Frau, die anscheinend alle Rollen spielen konnte, hat große Probleme mit der Rolle als Mutter. Sie überlässt ihren Platz sehr bald einer Stellvertreterin, einer zweiten Mutter, die Patsy heißt. Sie wird den ganzen freien Raum einnehmen und über Tonys Kindheit regieren. Ich glaube nicht, dass sie je wusste, wie man eine Mutter wird. Sie war keine sehr gute Mutter. Ich bin sicher, dass sie Tony liebte. Aber sie wusste nicht wirklich, was alles zum Muttersein gehörte. Und als die Enkelkinder geboren wurden, wusste sie nicht, wie sie mit den Enkelkindern umgehen sollte. Es war keine dieser wundervollen Großmutter-Enkelkind-Beziehungen. Denken Sie, dass Tony darunter litt? Ich glaube nicht, dass Tony unter irgendetwas litt. Ich denke, Tony ist eine in sich abgerundete Persönlichkeit. Er hat keine Schwierigkeiten oder Probleme, außer wie viel Milch seine Kühe nächstes Jahr geben werden.
I love one. Have you got any? Yes. Patsy, man könnte sagen, dass Sie in diesem Haus eine Art zweite Mutter waren. Ja, ich kümmerte mich um Tony, seit er 3 war. Nein, 2,5. Ja, seit er 2,5 war. Lee und Roland waren oft unterwegs. Das stimmt. Ja, für lange Zeit. Für sehr lange Zeit. Sie waren oft 6 Monate durchgehend weg. Mir schien es oft so, als wäre ich die erste, nicht die zweite Mutter. Zu anderen Zeiten war ich die zweite Mutter. Ich lebte hier. Oh, sie ließ mir in jeder Hinsicht viel Freiraum. Sie war sehr einfühlsam, das muss man sagen. Ich denke, sie war manchmal ganz glücklich darüber, dass jemand anders sich um den kleinen Jungen kümmerte. Lernten Sie etwas von ihr? Ja, ich denke doch. Sie öffnete mir sicherlich die Augen. Für ein 20-jähriges, ziemlich naives Mädchen war es schon etwas, Lee zu treffen. Sie kannte überhaupt keine Hemmung. Ich denke schon, dass sie meinen Horizont erweiterte. Und ich lernte bei ihr zu kochen. Sie kochte, um zu entspannen und alles andere zu vergessen. Sie konnte 3 Stunden lang nach einem Kochrezept suchen. Das lenkte sie ab und ließ sie alles andere vergessen, solange sie etwas zu tun gefunden hatte. Nein, sie war nicht sehr glücklich. Sie sieht sehr streng aus. Der Hund? Nein. Lee? Sie mochte keine Hunde. Wirklich? Ja, sie hatte eine Art, sich in Positur zu setzen. Sobald jemand eine Kamera hervorholte, drehte sie sich ins Profil. Selbst wenn jemand die Kamera so hielt und sie mit ihm redete, sie drehte ihm das Profil zu und sprach weiter. Wissen Sie, sie war davon überzeugt, im Profil besser auszusehen. Professionell. Ein professioneller Reflex. Das war ihr wirkliches Profil. Ihr wahres Fotogesicht. Ich sagte den Leuten immer, ich habe nicht eine einzige Minute meines Lebens verschwendet. Ich habe wundervolle Augenblicke erlebt. Aber ich weiß nun, falls ich alles noch einmal beginnen könnte, wäre ich noch freier in meinem Denken, meinem Körper und meinen Gefühlen. Vor allem würde ich versuchen, diese Glocke des Schweigens zu durchbrechen, die sich über mir schließt, sobald es sich um Gefühle handelt. Ich kannte Lee nicht als Mutter, sondern als Person. Und deshalb sehe ich dies hier objektiver, als wenn ich eine andere Erfahrung gemacht hätte. Dennoch finde ich sie schön. Als sie noch lebte, waren sie und ich sehr in Kämpfe verstrickt. Etwa in ihrem letzten Lebensjahr wurden wir Freunde. Als sie wusste, dass sie bald sterben würde, war dies seltsamerweise der Moment der Annäherung. Natürlich war es auf eine Art zu spät. All das, was ich von ihr noch wissen wollte, kann ich nun nicht mehr fragen.